Ja, Herr Maulwurf, einen wunderschönen guten Tag. Sarah Manke ist mein Name. Grüße Sie. Ja, hallo. Hallo, wie geht es Ihnen heute? Ja, ganz gut soweit. Und selber? Ja, sicher auch gut. Vielen Dank für die Nachfrage. Gut, mal, Herr Maul. Was ist denn? Bei Ihnen ist so laute Musik im Hintergrund. Gibt's was zu feiern? Wir arbeiten. Nee, es gibt etwas, jeden Tag gibt es etwas zu feiern, dass wir lebendig sind, das ist aber auf Seite. Wir arbeiten auf Musik, weil wir sind viele Leute im Büro und wir arbeiten mit Geld, deswegen soll es laut sein, damit wir immer aufgewacht sind. Gut. Es gibt da sowas, die Menschen, Seite. Die nennen es Amphetamine, damit bleibt man auch gut wach. Ja, aber das ist nicht gut für die Gesundheit des Menschen. Ja, das ist ja auch nur ein Spaß gewesen. Ja, ich verstehe, sicherlich. Eigentlich bin ich solche Person, der ist dagegen, solche Narkosachen und deswegen, ja. Egal, das auf Seite. Ich melde mich, melde ich mich bei Ihnen wegen Ihrer Registrierung und Interesse, dass ich sagen, auch Teil vom Finanzmarkt zu nehmen. Ja, ja. Okay. So, Sie haben gerade gesprochen mit Herrn Klein. Okay, und Sie waren auf dem Weg, den Konto zu aktivieren. Deswegen melde ich mich, damit wir können erfolgreich bis zum Ende diese Aufgabe durchführen. Okay? Ja, geht's dem Kollegen denn gut? Der ist plötzlich einfach weg gewesen. Nicht, dass der Corona bekommen hat. Hoffentlich nein, weil wir arbeiten in einem Haus. Da müssen Sie mal, wo sind Sie denn, in welchem Ort? Wir sind in der Schweiz. Eigentlich, die sagen, dass wir haben nicht so viel Risiko hier und so weiter und so fort, aber sehen wir, was passieren wird. Ja, aber wenn der Kollege jetzt krank ist, dann sollten Sie schon die Kantonspolizei informieren. Dann müssen Sie niemand ja alle geschützt krank. Werden. Hoffentlich niemand ist krank. Hoffentlich nicht, ne? Es gibt schon zu viele kranke Menschen auf der Welt. Ja, stimmt das. Mit was beschäftigen Sie sich? Was machen Sie zurzeit? Wo finde ich Sie? Ha, was bitte? Ich frage, wo finde ich Sie? Wo befinden Sie sich momentan? Ach so, in Berlin. Zu Hause? Ja, ja. Gut, lassen Sie es. Gut. Ich muss ja hier die Stellung halten, ne? Ja. Lernen Sie mir, wie werden wir Ihr Konto aktivieren? Wie bitte? Ich frage, wie wir werden Ihr Konto aktivieren. Ich kann Sie nur ganz schlecht verstehen. Das ist so laut bei Ihnen. Tut mir leid. Ich frage, wie werden wir Ihr Handelskonto aktivieren? Hallo? Ich frage, wie wir Ihr Handelskonto aktivieren werden. Sie haben eine Visa oder eine Mastercard? Diese Musik ist wirklich schrecklich. Darf ich mir andere Musik wünschen, wenn das schon so laut sein muss? Das ist nicht gerade kundenfreundlich. Es ist kundenfreundlich. Sie wissen schon, dass nach der Notstandsverordnung der Schweizerischen Reichsregierungen sämtliche Diskotheken in Betrieb einstellen müssen, nicht wahr? Ja, deswegen, wir sind glücklich, dass wir arbeiten in solche Arbeitsumgebung. Ja, aber es ist doch keine Disco da bei Ihnen, oder was? Da kriegt man doch Kopfschmerzen. Kriegen Sie Kopfschmerzen? Ja, na, wenn da immer nur so bum, 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 das hört sich so an, als würde meine Frau die Töpfe fallen lassen. Danke. Okay, ich habe das so gemacht für Sie, kein Problem. So, kommen wir zu dem Punkt hier mal, wo... wir sind auf dem Weg, Ihr Handelskonto zu aktivieren, damit ich kann Sie in Verbindung setzen mit unserer Handelsexperte, okay? Ja, genau. Und da ging es jetzt ja im Prinzip, waren wir zuletzt an dem Punkt angekommen, dass ich halt noch einige Fragen abklären wollte. Ich würde Sie sagen, okay, das ist gut. Ja, können Sie mir die Fragen denn dann beantworten? Ich hoffe so. Ja, ich auch. Machen Sie das schon länger? Sind Sie Expertin? Eigentlich kann ich sagen, dass ich Experten bin, doch aber ich mache das genügend Zeit, schon fast 3 Jahre. Oh ja, also super, dann gelten Sie bestimmt auch immer öffentlich so als Gangstalker bezeichnet zu werden. Da habe ich großen Respekt davor. Und darum wäre jetzt im Prinzip ja die Frage, in welche Währungen kann ich das denn konvertieren? Es hängt von Ihnen ab, in was genauer und wie lange möchten Sie Investitionen setzen, für was für einen Zeitraum möchten Sie dieses Geld investieren?
Na, ich will jetzt ja eigentlich in allererster Linie nur die Zombie-Apokalypse überleben. Ich kann jetzt ja nicht mehr raus zu Hause und ich muss das jetzt ja alles organisieren. Das ist sehr, wissen Sie, aber das ist gut, weil wir haben viel zu tun, wenn Menschen zu Hause sind. Normalerweise, die beschäftigen sich jetzt länger und ja, die geben mehr Aufmerksamkeit auf den Finanzmarkt, weil es bewegt sich sehr streng momentan. Ja, natürlich. Meistens noch unten, aber egal da, wir verdienen beiden Seiten. So, das werden wir eigentlich außerdem hier Maulwurf mit einem Experte besprechen. Sie würden haben einen persönlichen Handelsexperte, wird für Sie einen Finanzplan aufbauen. Der kommt aber nicht hier nach Hause, ne? Nicht erlaubt, ne, er wird nicht bei Ihnen kommen nach Hause. Ich lasse niemanden rein, ne? Sehr schön machen Sie. Warte. Das kann ich, das ist viel zu gefährlich. Ne, machen Sie nicht, okay. Nein. So, der Experte wird Ihnen genaue Strategien aufbauen. Und Sie werden etwas wählen, das passt Ihr Bedürfnis, okay? Ja, jetzt habe ich vorhin den Kollegen schon gefragt, wie lange dauert das denn dann, bis ich mit dem Experten sprechen kann? Weil er hat ja vorhin schon gesagt, dass er das nicht kann. Nein, er kann. Okay, hören Sie mal. Es hängt von Ihnen ab. Wenn wir momentan Ihr Konto aktivieren, werden Sie noch heute eigentlich einen Termin schon bekommen mit dem Experten? Ja, es kann sein, heute entweder Montag im schlimmsten Fall. Oh, das ist ja, also fürs Wochenende, sag ich mal, habe ich noch alles da. Es müsste ja dann nur so ab nächster Woche, dass da halt, sag ich mal, die, ohne dass ich halt... Nee, wir können das auch für heute vereinbaren, kein Thema. Das ist gut. Wie lange haben Sie denn geöffnet da drüben in der Schweiz? Da sind die Geschäfte ja anders geöffnet. Ah, das Unternehmen existiert in der Schweiz schon 7 Jahren? Ja. Dieses spezielle Unternehmen, ja. Nee, ich meine, wie lange Sie im Büro sind, bis wie viel Uhr? Ah, wie lange heute, Sie meinen, bis, glaube ich, kurz im Moment bis 5 Uhr. Ja, das sollten wir ja hinkriegen, würde ich mal behaupten. Haben Sie sich denn auch schon vorbereitet auf das Virus? Ich habe mich vorbereitet, das Beste ist, dass ich habe mich vorbereitet, damit ich mit Geld nach Hause gehen kann, jeden Tag, das ist, was ich für Sie machen werde. Deswegen kommt ein Thema, wie werden wir Ihr Konto aktivieren? Okay. Sagen Sie mir, ob Sie werden die Visa oder die Masterkarte verwenden. Nee, Visa habe ich ja gar nicht. Das hat mich der Kollege auch schon gefragt. Prima. Also, Sie haben eine Masterkarte im Fall. Ja, ich habe eine American Express, habe ich im Prinzip. Und dann, gut. Ja, und dann habe ich noch so eine Prepaid-Kreditkarte von 4D Marketing. Die ist aus Schwarz im Golddesign gehalten. Okay, gut. So eine Prepaid-Karte können wir eigentlich verwenden. Sagen Sie mir das Ablaufdatum des Prepaid-Karte. Wie bitte? Ich brauche das Ablaufdatum dieser Prepaid-Karte. Es steht Monat und Jahr. Sie meinen das Mindesthaltbarkeitsdatum? Den Verfallsdatum des Kreditkarte, des Prepaid-Kreditkarte brauchen wir. Ja, erstens. Also von der Prepaid, ja, die muss ich erst aus. Ganz genau. Die ist im Tresor drinnen, das weiß ich nicht. Gehen Sie zu dem Tresor und nehmen Sie die Karten, alle Karten, die Sie besitzen, raus. Alle? Ich habe da so noch eine alte Landkarte von Ostpreußen, aber da können Sie nichts mit anfangen, oder? Sagen Sie mir, mit was haben Sie sich vorher beschäftigt? Mit Meerschweinchen. Ich habe da eine große Zucht gehabt, früher, bevor ich in die Rente gegangen bin. Okay. Sehr schön. Waren Sie ein Schauspieler? Ha, was bitte? Waren Sie kein Schauspieler? Nee, Sie klingen sehr artistisch, deswegen ist es mir interessant. Günstig? Hallo? Ja? Was haben Sie gesagt, ich klinge günstig? Nein, okay, lassen Sie das auf Seite, werden wir zu einem Punkt kommen, wir werden um den Handelsmarkt sprechen, okay, auf den Finanzmarkt, kommen wir zu dem Punkt. So, haben Sie die Karte zur Hand genommen? Ne, das wird ein bisschen dauern, der Tresor hat so eine Zeitschaltung, ich habe Lassen Sie sich die Zeit und nehmen Sie die Karte von dem Tresor auf. Ja, das geht jetzt in 5 Minuten erst. Ich gebe da meine Ich bleibe in der Leitung, kein Problem. Ja, das ist so ein Sicherheitsding. Ich gebe da meine Nummer ein und dann läuft kein da Problem. Die Uhr runter und dann muss ich die Nummer nochmal eingeben und dann kann ich den aufmachen.
Wissen Sie, seien Sie ein bisschen mehr seriös, weil es geht um Geld hier. Ich weiß, dass Sie benötigen, Geld zu verdienen. Ja, natürlich. Ich habe auch Gefühl für Humor und es ist gut, dass wir lachen können gemeinsam. Doch aber es, ja, es ist, ja, das ist Gesundheit. Lachen ist Gesundheit. Aber doch aber brauchen wir zu dem Punkt zu kommen, weil ich arbeite. Das ist das Schlimmste, dass wir hier mit echtes Geld uns beschäftigen. Ja, ja. Deswegen würde ich Sie bitten, die Karte zur Hand zu nehmen und mir das Ablaufdatum zu bestätigen. Ja, das ist März 93. Verzeihung, März 2023. 23, 03, 23, okay. Und eine 16-stellige Nummer? Ha, was bitte? Es gibt eine 16-stellige Nummer. Wer redet da im Hintergrund? Es gibt Millionen Leute, die reden hier in dem Hintergrund. Ich habe die Musik leise für Sie gesetzt, deswegen aber hören Sie jetzt andere Leute, die sprechen. Das war der Punkt, warum hören wir Musik. So, ja, das ist es eine Visa oder es ist eine Mastercard, Prepaid-Kreditkarte? Hey, American Express. Ich brauche den Visa oder Master. Ja, dann ich habe ja keine Visa, dann nehme ich jetzt die Mastercard, ja? Sehr schön. Und dieser Applaus darf mir vorlesen. Ja, da ist das 12/2020. 12/2020. Und eine 16-stellige Nummer. Ha? Es gibt eine 16-stellige auf der Karte, die brauche ich. Ja, aber wollen wir nicht erstmal die Liste besprechen? Für den Handelsvertreter? Ja, ich höre Sie die 16-stellige Nummer. Ja, haben Sie was zu schreiben? Sicher, ich habe ein ganzes System, die ist versichert für Sie. Versichert? Ja, sicher. Nee, für unsere und für Ihre Sicherheit. Nee, was zum Ich habe etwas zu schreiben, sicher, ja. Ja, gut, also ich brauche 2,5 Kilogramm Kartoffeln. Wissen Sie, das finde ich momentan aber nicht sehr lustig. Drei rote Paprika. Hallo? Wissen Sie, es wird zurückkommen bei Ihnen. Es ist nicht lustig, was Sie machen momentan. Ey, hörst du mir zu? Du bist scheiß Telefonbetrüger. Was sagst du, wird bei mir zurückkommen? Alte Leute am Telefon abzocken. Was seid ihr für widerliche Menschen da? Hoffentlich kriegt ihr alle das Virus. Hören Sie mal zu, Sie haben selber nachgeschaut, was wir Ihnen anbieten. Verrückter Mensch. Geh, such dir vernünftige Arbeit, Zuckerblatt. Was bist du für ein Armseliger? Ich hab schon Arbeit. Das bist du Betrüger? Suchen Sie etwas anderes zu tun, nicht ein Telefon. Ja, wir werden euch. Meine Zeit zu Ich schreibe deine Nummer bei Polizei, blöd, scheiß Betrüger. Schreiben Sie, was Sie wollen zu der Polizei. Ich werde aber Ihre Nummer zu den Polizisten geben, weil Sie haben meine Zeit verloren gerade. Ja, ich werde mich so oft bei euch anrufen. Ihr werdet so viel Zeit mit mir verlieren, blöd. Ich mache euch alle fertig, blöd. Wissen Sie? Ich bin russische Mafia, Mann. Wir kriegen euch alle. Wow, sehr schön, Sie sind russische Mafia. Sehr interessant. Ja, Präsident Putin kommt dich holen. Entschuldige dich bei dem alten Mann. Wie hast du mit ihm gesprochen gerade? Jetzt kannst du Musik übrigens wieder anmachen. Ich bin ein richtiger Partybursche, blöd. Prima. Daimin, ja, gib mir Kollege. Scheiß Dreckspack, will sie mir doch schlechtes Gewissen machen. Will mir keine Kartoffeln liefern und kein Paprika. Kann mir jemand von euch mit Kartoffeln und Paprika weiterhelfen? Sonst werden Herr Maulwurfs Meerschweinchen verhungern.